Okay, da wären wir. Hanna, bis in 2 Stunden. Was dann. Spielen ciao, ciao. Wir denn jetzt? Was? In 2 Stunden? Also, ich dachte, wir würden zusammen hier spielen. Du hast mich doch gefragt, ob wir gemeinsam zum Spielplatz gehen. War das alles nur ein Vorwand, damit Mama und Papa das erlauben? Och, Mann. Ja, ist ja gut, Mensch. Oh. Bis in 2 Stunden, habe ich gesagt. Tschüss. Julian hat sogar da hinten Freunde. Anscheinend war der hier verabredet. Und ich stehe jetzt hier ganz alleine rum. Was mache ich denn jetzt? Ach, vielleicht habe ich Glück und jemand aus meiner Klasse ist auch da. Hm, mal schauen. Oh Mann, was macht die denn hier? Isabel Schnösel. Hallo Hanna, also ich bin auf der Suche nach einem Investment. Also meine Eltern machen das ja auch immer und mein großer Bruder. Und ich finde, ich bin langsam in dem richtigen Alter, auch mal irgendwo Geld zu investieren. Und ich schaue mir deswegen diesen Spielplatz an. Isabel, sorry, aber ich glaube, ich hatte jemand gerufen. Ich muss schnell da hinten hin. Tschüss. Julian, an deiner Stelle wäre ich ein bisschen vorsichtig. Genau, Julian. Der große Julian ist da und Mario. Ah, oh, das ist mir heute aber sowas von egal. Ich will hier jetzt aber. Ach, so, ich gehe da jetzt hin, ist mir egal. Das gibt doch nur wieder Ärger. Mario, als ob du dich das jetzt trauen würdest. Natürlich, was denkst du denn? Ich mach das. Aber Julian, wenn die dich dann wieder prügeln wollen oder so, dann brauchst du aber bitte nicht nach uns rufen, weil wir haben dich gewarnt. Wir haben dich vorgewarnt. Ach, schau dir das mal an, Mario. Was macht der denn hier, dieser kleine Julian? Entschuldigung, kannst du mal Platz machen? Ich will da jetzt auch mal fahren. Was? Du? Auf gar keinen Fall. Du heute nicht. Kannst vergessen. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Es gibt Ärger. Das hat Viola doch gleich gesagt. Hast du das gehört, Mario? Der will hier auf unsere Skate-Strecke. Um unsere. Hey, du da. Hey, du. Du kannst hier nicht drauf. Weg hier. Hey, was soll das denn? Du brauchst mich nicht schubsen. Wir haben gesagt, weg hier. Julian, komm doch lieber hier hin. Guck mal, Julian, die Schiffschaukel ist frei. Da können wir doch drauf gehen. Ist doch besser. Ja, du solltest lieber auf deine Babyfreunde da hören und auf diese Babyschaukel gehen. Los. Und hier, kannst du das schon? Ganz bestimmt nicht. Das können nur wir. Deswegen dürfen wir auf diese Strecke hier. Also wenn du dich das traust, dann darfst du hier gerne drauf. Aber ich glaube nicht, dass du dich das traust in irgendeiner Art und Weise. Oh nein, was macht Julian denn jetzt da? Das sieht total gefährlich aus. Was das? Das ist doch sowas von einfach. Natürlich traue ich mich das. Guck, siehst du? Au, ich bin total auf meinen Hintern gelandet. Mein Popo. Komm, Julian, steh auf. Hanna, also Mama das? Und Papa haben noch gesagt, ich soll auf dich aufpassen und du darfst ja, dich und doch nicht verletzen. Doch nicht. Komm. Oh, guckt euch das mal an, das Baby. Oh, komm, ist deine Julian, Mama steh auf. Da? Mir. Leute, guckt euch das mal bitte an, was für ein Baby. Oh, hast du es kapiert? Du kannst es einfach nicht, du Baby. Und jetzt verschwinde hier. Oh, Hanna, du bist sowas von peinlich. Kannst du mich nicht Julian, einfach in Ruhe hast lassen? Hast du dir wehgetan? Ich hab dir gesagt, wir sehen uns in 2 Stunden. Was machst du überhaupt noch hier? Ja, ich bin halt auch hier auf dem Spielplatz und ja, ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Ja, toll, jetzt bin ich auf dem Spielplatz, keiner will mit mir spielen, vielleicht höchstens Isabel Schnösel, da habe ich aber keine Lust drauf und jetzt lässt sich Julian noch nicht mehr helfen. So, Julian, komm mal mit, wir haben die Schiffschaukel, du kannst mit uns da spielen. Aber Julian, schau doch mal, diese Schiffschaukel, ist das nicht schön? Willst du vielleicht nicht auch mit uns spielen und nicht damit mit Skateboard was machen? Ich zeige euch jetzt mal, wie das so richtig funktioniert, sogar besser als bei Mario. Was will der denn jetzt schon wieder hier? Ha, Julian, weg hier, du kannst es nicht. Das war schon wieder keine schöne Landung. Ich bin schon wieder auf mein Popöchen gelandet. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Julian, der landet immer genau auf dem Popo. Das tut doch total weh. Und dann krieg ich bestimmt gleich Ärger von Mama und Papa, wenn er nach Hause kommt. Naja, da sowieso niemand von meinen Freunden da ist und Julian mich anscheinend auch nicht beachtet, dann kann ich ja mal nach Hause gehen und kurz ein bisschen was für Julian holen, um ihm ein bisschen zu helfen. Hanna, ich hätte da mal eine Frage. Also, wie würdest du denn dieses Spielpotenzial hier einschätzen? Oh Mann, Isabel ist das komischste Baby, was ich kenne. Keine Ahnung, Isabel. Spielpotenzial, was soll das sein? So, ich muss jetzt meinem Bruder helfen. Und ich bin gleich wieder da. So, ich habe die perfekte Idee. Ganz einfach habe ich alles bei uns in der Garage gefunden. Und dann wird Julian auf gar keinen Fall mehr Schmerzen haben. Oh, schon wieder. Das ist, glaube ich, schon das 20. Mal jetzt. Wann schaffe ich es denn endlich? Verstehst doch. Du wirst es niemals schaffen. Ab in die Loser Lounge mit dir. An deiner Stelle würde ich jetzt mal langsam abhauen, sonst gibt es gleich so richtig Ärger. Hast verstanden, aber so aus vom Feinsten. Was ist denn hier los? Gibt's hier Streit? Kann ich hier irgendwas schlichten? Oh, Hanna, kannst du mir mal sagen, ach, warum Julian, du heute so peinlich bist? Du bist nicht Mama. Hör auf jetzt. So, halt mal kurz still, Julian. Oh, hey, was soll das? Was ist das? Das? Oh, was ist jetzt, das schon wieder? Wenn du jetzt noch mal hinfällst, dann tut's nicht mehr weh. Ist doch gut. Oh, Hanna, wie kannst du nur denn sowas von peinlich? Was ist das denn für eine komische Idee? Mach das doch sofort meine wieder Idee. An. Sofort. Meine Erfindung. Ist das sofort, nicht toll? Sofort, hab ich gesagt. Ach, Julian, versteh doch einfach. Wenn wir gleich nach Hause kommen und du dich wieder verletzt hast, dann sind Mama und Papa sauer auf mich, weil ich aufpassen sollte. Und ich finde, das ist eine gute Idee.
Oh, das ist voll die blöde Idee und das, oh, das klebt und ich krieg das nicht mehr ab. Ja, was ist das denn? Ist das eine Windel oder was ist das da? Das ist meine Erfindung. Also wenn ihr auch sowas haben wollt, vielleicht 5 Euro. Oh Mann, das sieht aus wie eine Windel. Oh, wie peinlich. Sogar das Baby sagt, dass du eine Windel hast und du bist ja auch ein Baby. Oh Mann, Julian, sowas war peinlich. Oh, das stimmt sogar. Das ist wirklich peinlich. So bleibe ich auf keinen Fall auf dem Spielplatz. Danke, Hanna. Ach Mann, ich dachte, das wäre eine gute Idee. Keiner wollte mit mir spielen und naja, dann hatte ich doch einfach nur diese Idee, um Julian ein bisschen zu schützen. Hey, das war ja eine klasse Aktion von dir. Du kannst ja richtig gut mobben. Du, sag mal, du hast Talent auf jeden Fall. Möchtest du vielleicht in unsere Clique? Also, wir mobben für unser Leben gern. Ich mobbe überhaupt nicht gerne. Mann, das sollte kein Mobbing sein. Oh Mann, alles schiefgegangen.